Lesung aus der Offenbarung des Johannes. Im Himmel entbrannte ein Kampf. Michael und seine Engel erhoben sich, um mit dem Drachen zu kämpfen. Der Drache und seine Engel kämpften, aber sie konnten sich nicht halten und sie verloren ihren Platz im Himmel. Er wurde gestürzt, der große Drache, die alte Schlange, der Teufel oder Satan heißt, und die ganze Welt verfloh. Der Drache wurde auf die Erde gestürzt. Und mit ihm wurden seine Engel hinabgeworfen. Da hörte ich eine laute Stimme im Himmel rufen. Jetzt ist er da, der rettende Sieg. Die Macht und die Herrschaft unseres Gottes und die Vollmacht seines Gesalbten. Denn gestürzt wurde der Ankläger unserer Brüder, der sie bei Tag und bei Nacht vor unserem Gott verklagte. Sie haben ihn besiegt durch das Blut des Lammes und durch ihr Wort und Zeugnis. Sie hielten ihr Leben nicht fest bis hinein in den Tod. Darum jubelt der Himmel und alle, die darin wohnen. Wort des lebendigen Gottes. Wir beten den Antwortpsalm und wiederholen nach jedem Abschnitt vor den Engeln, die ich dir singen und spielen, O Herr. Vor den Engeln will ich dir singen und spielen, O Herr. Ich will dir danken aus ganzem Herzen. Mir vor den Engeln singen und spielen. Ich will mich niederwerfen zu deinem heiligen Tempel hin und deinen Namen danken für deine Liebe und Treue. Vor den Engeln will ich dir singen und spielen, O Herr. Denn du hast die Worte meines Mundes gehört, deinen Namen und dein Wort über alles verherrlicht. Du hast mich erhört an dem Tag, als ich rief. Du gabst meiner Seele große Kraft. Vor den Engeln dich sollen preisen, alle Könige der Welt, wenn sie die Worte deines Mundes vernehmen. Sie sollen singen von den Wegen des Herrn, denn groß ist die Herrlichkeit des Herrn.
vor den Engeln für dich gesungen und schrieben Lieder. Schon bevor des Philippus rief, habe ich dies unter dem Feigenbaum gesehen. Nathanael antwortete ihm: Rabbi, du bist der Sohn Gottes, du bist der König von Israel. Jesus antwortete ihm: Du glaubst, weil ich dir sagte, dass ich dich unter dem Feigenbaum sah? Du wirst noch Großes sehen. Und er sprach zu ihm: Amen, Amen, sage ich euch, ihr werdet den Himmel öffnen und die Engel Gottes auf und niedersteigen sehen über den Menschensohn. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Bitte nehmen Sie Platz. Liebe Freunde, heute feiern wir das Fest der Engel Michael, Gabriel
Sie sind diejenigen, die die Mission und den Willen Gottes perfekt ausführen. Der Erzengel Michael manifestiert die Kraft Gottes. Gabriel die Botschaft Gottes und Raphael die Heilung Gottes. Heute beschützen und helfen uns die Engel. Doch jeder von uns hat ein Engel des Friedens, der Kraft und des Wortes für andere sein. Wenn wir krank sind, gehen wir zum Arzt und dort hilft der Engel Raphael uns. Wenn wir Hilfe brauchen, fragen wir unsere Freunde, Geist Michael. Und wenn wir niedergeschlagen sind, wenn wir das Wort Gottes prüfen, gibt uns der Engel Gabriel die Botschaft Gottes. Jeder von uns ist aufgerufen, daran teilzuhaben, der christliche, priesterliche, prophetische und königliche Dienst Jesu durch unsere Taufe. Mit anderen Worten, in jedem von uns erwartet Engel Michael, um gemacht worden zu sein. In jedem von uns wartet Engel Gabriel, um der Welt die Botschaft der Freude zu überbringen. In jedem von uns wartet Engel Raphael, um unsere zerbrochenen Welt Heilung zu schenken. Können wir heute die Engel Gottes sein? Du großer Gott, wenn ich die Welt betrachte, die du geschaffen durch dein Allmachtswort, wenn ich auf alle Ewesen achte, die du regierst und nährst von Gott, dann lauscht mein Mund dir große Herrscher zu, wie groß bist du, wie groß bist du, dann lauscht mein Mund dir große Herrscher zu, wie groß bist du, wie groß bist du? Blick ich empor zu jenen höchsten Welten und sehe es denn unsehbare Schau, wie Sonne und Mond im höchsten Äther selten, gleich meinem Schiffen her dann lauscht mein Mund dir große Herzen zu, wie groß bist du, wie groß bist du. Dann lauscht mein Mund dir große Herzen zu, wie groß bist du, wie groß bist du. Wenn mir der Herr in seinem Wort begegnet, wenn ich die großen nahen Taten sehe, wie er das Volk des eigenen gesegnet, wie es geliebt, begnadet jeden hier, dann lauscht mein Mund dir große Herrscher zu, wie groß bist du, wie groß bist du. Denn lauscht mein Mund dir große Herrscher zu, wie groß bist du, wie groß bist du. Und sehe ich Jesus auf den Erbarmen, im Mächtigsten vor mir.
Lasst uns beten zu Gott, der uns durch seine Engel nahe ist. Bewahre die Kirche vor der Macht des Bösen und lass Gutes in ihr wachsen und reifen. Du Gott, mit uns auf dem Weg, wir bitten dich. Beschütze alle Menschen, die auf der Flucht sind, und lass sie Orte finden, wo sie in Frieden und Sicherheit leben können. Du Gott, mit uns auf dem Weg. Hilf allen Christen, dein Wort zu verstehen und entsprechend zu leben. Du Gott, mit uns auf dem Weg. Schenke unseren Verstorbenen das ewige Leben und lass sie dich schauen von Angesicht zu Angesicht. Du Gott, mit uns auf dem Weg. Mit den Engeln loben und preisen wir dich, heute und in Ewigkeit. Wahrheit ist es möglich, dass wir am letzten Tag
Denn wir gericht es zur Verherrlichung unserem Lob, wenn wir sie ehren, wie du erschaffen hast. An ihrem Glanz und ihrer Urte erkennen wir, wie groß und wunderbare Geschichte erhaben du selber bist. Durch den ewigen Gott kommen sie ohne Ende durch unseren Herrn Jesus Christus. Mit ihrem Lobgesang lasst auch unsere Stimmen sich vereinen und voll der Frucht rufen. Weil wir Gott, wir bitten dich,
We should say that the people of here are very good in this heart, in staircasing in love and in the believer. Dying the reader, whom said the past consciousness, whom said the bishop and the reason, whom the dimension of the shoe, whom said the priest and the diaphragm, all of this is means in the spiritual room, whom does not say for dying the wisdom. The human duty of the Father, the debating, the examining, the mind, the curious, the real, how army and written, and future, the non-fencing from the earth. Advantages to the Buddha and system, the royal power, and Christianly generous. Then we do our reasonable, superior, the open heart. Thus the Taufe gave up the Christus arm. In this zeal, like the woman, in told, give ear out on time and without question, when Christus be told them of the faith, whom he said, English life, Zion, the Clayton life, English mark. Advantage on himself, the storm and the rule and the system, and all that they be nine and nine. Nimsi of the divine nourish body. When we in and not our wounds, we do the rising heart, so Tishes itself in divine nourish. Thou bitter nourish, who comes to the throne of Jesus Christ, then the Muslim sends through the world all the mountain God. Dushin unmitin unmitin is your God of mystery, your Father. In the run of the sky, you guys, all in heavenish heart, we hear the names on the heavenish heart. Then God himself sang the news of the old song in the crowds and the Christian voice of all the years of today. Father, thank you.
ourselves in freedom. By mercy of God, we ask us to be in growth that humans restrain. Last us in the proud ways of Christ, in wounded and shoots the high finger of the greatest pious for unscribing. God, we can do this business in certain part. Amen. With the name and see the last name. It's been God down there for the knowledge, especially ministers, then of the Christian path. It's been Bishop Edward Beezer, Father Schweiger, and Myra down there for the Rubish kind in the Lisbon and Pastor Allen Davis through Lifestyle. It's been Herr Joseph Hendricks down there, then my very tame viewers and people. Und korrigiert hat, mir sein Sinn gegeben hat. Ich bin Stefan Franken, Jacques, Alexander, Hildegard, Kiebe, Isabella und ihre Tiere, Familie, vor ihre Freundschaft und Gastfreundschaft dankbar. Vielen Dank an Sie alle. For your love and service on Christus und die Kirche. Vielen Dank an Gabriel, Barbara, for your care. Vielen Dank an Lukas Hendricks for den Ausdruck meiner Begegnung. Montana, ich fahre für das letzte Jahr des Jugendstudiums nach Rom und kehre dann im nächsten Juni. After all, I lived in my Western Bangalore in India, so herzlich willkommen in India. Möge Gott aus Segen, es bete alle ein, bitte beten, ist. Vielen Dank. Auf Wiedersehen. The second one is to give God the Father and the Son.